als ich von diesem lauschigen Waldweg zurückkam, von meinem abendlichen Jogging, bekam ich hier an dieser Stelle plötzlich einen massiven Schlag auf den Hinterkopf tatsächlich. Und zwar wirklich in einer Form, die einen ein Stückchen nach vorne wirft, auch als erwachsenen Mann. Und rechnete erstmal damit, dass ich vielleicht einen großen Ast oder Stein an den Kopf bekommen habe, was auch immer. Ging noch 2-3 Meter, ein bisschen taumelnd, zückte dann mein Handy mit dem Licht und wollte ein bisschen ausleuchten oder rausfinden, was mir da passiert war. Als ich dann hier rumleuchtete, sah ich hier auf diesem Zaun eine relativ kleine Eule sitzen. Und in dem Moment, wo ich sie sah, kam auch schon der zweite Einschlag, der mich dann direkt an der Seite vom Gesicht erwischte und förmlich das Blut spritzte, kann man sagen, mir die Brille wegflog. Daraufhin habe ich nach dem zweiten Treffer spätestens mir gedacht, mach, dass du hier wegkommst, denn irgendjemand will dir hier wirklich nichts Gutes. Bin dann ohne meine Brille, so gut ich sehen konnte, zum Auto gelaufen und habe versucht, zur nahegelegenen Bundesstraße langsam zu fahren. Habe die Polizei verständigt. Die hat dann wiederum den Rettungswagen geholt und dort wurde ja der Verdacht auf Schusswunden im Gesicht geäußert, sprich mit Luft- oder Schrotmunition tatsächlich, was schon ein ziemlich perfider Verdacht ist natürlich. Dann kam der Anruf von der Polizei, das Ganze wurde aufgelöst, dass es sich vermeintlich um einen in Anführungszeichen flüchtigen Waldkauz handelt und das war natürlich eine große Erleichterung. Der Gedanke war mir wesentlich sympathischer, von einem niedlichen Tier angegriffen zu werden, als dass jemand hier im Wald hinter dem Busch liegt und auf einen schießt. Bei dem Angreifer war halt diese Schussverletzung immer noch im Raum. Ja, wir gehen ja immer erst vom Schlimmsten aus und sind dann sehr froh, wenn es so ausgeht. Und zumal die Tierchen, wenn man sie bei Tageslicht sieht, ja auch ganz freundlich und niedlich sind, ist das schon ein großer Stein von Herzen gefallen, dass es nicht irgendeine Gewalttat war. Das macht er nicht, weil das sein Revier ist, sondern weil er die Jungen gerade hat. Und die Jungen sind in einem sehr sensiblen Stadium. Er muss die jeden Tag mit Futter versorgen, sonst würden die sterben. Und nur in der Zeit ist er wirklich, ich sag mal, nicht aggressiv, sondern er verteidigt einfach die Jungen. Es war durchaus relativ dramatisch, muss man sagen. Im ersten Moment fühlte es sich nicht sehr lustig an, aber in dem Moment, als er sich aufklärte, war es mir natürlich sehr sympathisch und lässt mich immer noch so ein bisschen schmunzeln.